Yo Leute, was geht ab? Willkommen zum zweiten Tag aus Paris. Ihr merkt, ich habe denselben Sipphoodie wie gestern an. Liegt einfach daran, dass ich nur den dabei habe, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich mit ganz vielen neuen Sachen nach Hause komme. Also ich habe wirklich nur extrem wenige Sachen mitgenommen, weil ich eben dachte, ich kaufe mir sehr, sehr viel in Paris, kaufe mir neue Fits, dies und das, aber ich habe mir halt einfach bis jetzt nichts gekauft. Aber noch gebe ich nicht auf. Heute steht auch wieder einiges auf dem Programm. Wir werden wieder shoppen gehen, wir werden Bilder machen, wir werden durch die Stadt laufen, wir werden ein paar Sachen angucken, dies und das. Erstes Dorf heute ist erstmal Kilt, danach wollen wir was frühstücken gehen, dann zu den ganzen Anna-Stores. Ich bin auch wieder auf einer Mission, denn ich habe mir heute eine Denim angezogen, um nochmal zu Balenciaga reinzugehen und zu gucken, wie der Boot eben auf eine Denim aussieht. Weil ich sage euch ehrlich, ich habe die Nacht über geschlafen, der ist mir nicht auf den Kopf gegangen, ich finde den immer noch sehr, sehr krass, aber muss halt gucken, ob der auf einer Denim auch krass kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst ein kostenloses Abo da und wir legen los. Let's go! Erster Spot für heute ist Kith. Ich denke, kennen sehr, sehr viele. Ist auch ein sehr cooler Store. Von der Ästhetik war ich auch schon mal drinne. Wollte, dass ich hier was mitnehme, ist nicht ganz so hoch, aber wir checken mal ab. Und maybe ist da hier was Geiles am Start. Ich glaube, die View hier wird jeder kennen, irgendwo schon mal gesehen haben. Sehr, sehr bekannt, wirklich. Ich habe es gerade gesagt, ein sehr, sehr schöner Store, ne? Von der Ästhetik und so weiter. Ich habe schon ein paar Mal bei Kith, auch in New York schon. Ich habe da noch nie was gekauft, ich habe nie irgendwas gefunden, weil zu 80% haben die eigentlich immer ihre Eigenmarke. Bei Kith haben sie auch selber Klamotten, ich bin ein bisschen schöne Klamotten von denen selber, die ich gar nicht so gut finde. Beziehungsweise sind sogar teilweise nice, aber halt einfach unnormal teuer. Wir haben aber hier auch so Brands wie Marni zum Beispiel, CP Company, da vorne ist glaube ich auch Stone Island. Also ist eigentlich Needles auch hier, okay, sehr interessant. Hier ist auch zum Beispiel Fear of God. Also wir haben ja eigentlich schon eine große Brandauswahl. Root, ja, Root auch am Start. Bei der Part da hinten zum Beispiel ist komplett Kith, also alles Eigenmarke. Stehen auch überall so Bearbricks oben, ne, könnt ihr sehen, Caps. Da oben geht's auch nochmal weiter. Check ich jetzt ab. Nee, check ich doch nicht ab, das sind nämlich alles Frauen da oben. Wir haben hier auch ein paar Vinyls. Das, by the way, Goated Album, SZA, ich liebe dich. Da sind eben überall Klamotten, hier ist das Café und da hinten sind ganz viele Schuhe. Hier auch noch ein bisschen was, ich glaube, hier ist auch Rick als Beispiel. Ich muss aber sagen, was Schuhe betrifft, ist die Auswahl eigentlich ganz nice. Wir haben Ricks, Lavans, Miharas zum Beispiel, hier noch ganz viel New Balance. Hier halt eben auch nochmal ein paar Sachen, Marni Slides zum Beispiel. Also die Auswahl ist eigentlich ganz gut. Aber ist jetzt auch hier irgendwie kein Schuh dabei, wo ich sage, den brauche ich jetzt, deswegen weiß ich nicht. Geht's hier denn, glaube ich, raus? Wir sind jetzt gerade hier nochmal nach unten gegangen, hier ist schon mal so ein kleiner Bereich, wo es nur so Accessoires und Bücher und sowas gibt, aber ist eigentlich auch sehr interessant. Ihr könnt sehen, wir haben hier ganz, ganz verschiedene viele Bücher, Vinylplatten, auch da wieder Bearbricks und verschiedene Accessoires. Hier auch verschiedenste Arten von Jewelry. Digga, what the fuck, ist einfach random so eine Daytona für 170k. Also falls sich irgendwer kaufen will, kommt hier gerne vorbei. Oder falls jemand auf der Suche nach einer Rainbow Daytona für 300k ist, wie gesagt, hier ist der Spot. Das wär's mit Kith. Ja, ich hatte keine hohen Erwartungen. Die Erwartungen wurden auch nicht überstiegen, sag ich mal so. Aufgrund dessen, dass sich Yoshi irgendwie 4 Chrome Hearts Ringe und 6 Chrome Hearts Armbänder kaufen wollte, steppen wir jetzt zu Chrome Hearts. Der Junge hat einiges vor. Ist hier auch ungefähr in 50 Meter Entfernung. Ist ja auch gerade auf der Straße, die ich auch eigentlich gestern meinte, wo überall diese ganzen Designerläden sind. Eine sehr, sehr schöne, große Straße. Da hinten ganz weit entfernt, auf der Eiffelturm, kann man eigentlich auch sehen, aber gerade nicht. So sieht die Straße hier aus, zum Beispiel Chanel, da vorne ist Fendi, Loewe, da hinten ist auch nochmal Fendi, es geht hier komplett runter und da ganz hinten ist der Eiffelturm. Da vorne muss man so einen kleinen Weg rein, da ist dann Chrome Hearts, ist auch ein sehr, sehr kleiner Store, ich war da schon mal drin. Ich weiß auch noch ganz genau, wer den Paris-Vlog von damals, von mir noch kennt, aus 2021, da vorne ist der Marni Store. Und genau in dem Mann, ich glaube, ich habe damals das grüne Kurzhaarband gekauft. Nur die ODs wissen noch. Nice, gerade gemerkt, wir sind komplett an Chromas vorbeigelaufen. Der ist ganz da hinten. Aber da vorne sehe ich schon Jacquemus. Da steppen wir jetzt rein. Das erste Mal in meinem Leben in einem Jacquemus-Store. Und vielleicht... Ach, das laber ich eigentlich, ich kaufe mir eh nichts. Sieht vielversprechend aus, ne? Schöner Eingang hier mit Teppich. Kleiner Rewrap aus dem Store. Das ist die einzige Stange, wo es Männerabteilung gibt. Der Store hat 2 Etagen, alles ist für Frauen. Und nur das hier ist für Männer. Digga, da gab es selbst bei Lafayette mehr als hier. Ich muss sagen, ich finde das Shirt hier eigentlich ganz nice. Das gefällt mir. Aber ist jetzt auch nicht so der Banger, dass ich sage, das muss ich jetzt mitnehmen. Der Store an sich ist aber sehr schön, könnt ihr sehen. Auch wieder sehr, sehr ästhetisch. Aber das ist halt ein Witz. Das ist ein komplett eigener Store und das ist das Einzige, was sie für Männer haben. Wow, wow, wow. Also das war tatsächlich... Das war ein Witz. Und genau in dem Store, da war ich vor 2 Jahren, hab mir das Kurzhaarband gekauft mit Sennert. Und vielleicht der nächste Pickup jetzt. Das laber ich. Ihr wisst doch selber, wird eh nichts. Also ihr müsst euch geben, das hier ist die Tür. Digga, das ist ja crazy. Das ist krass. Aber schon cringe, dass die keiner für einen aufmacht, ne? Toter Store. Toter Store, toter Store, toter Store. Und wie viel hast du gekauft? So viel eingepackt. Und jetzt wird's ernst. Der 20. Balenciaga Store. Jetzt geht's ans Eingemachte. Da sind sie. Hier gibt's sogar noch ein drittes Modell. Einmal schwarz und ganz plain. Und einmal schwarz...
bin so ein bisschen distressed. Aber hier sind die Jungs und die müssen jetzt nochmal getried werden, ihr wisst doch selber. Das Store sieht genauso aus wie der Balenciaga Store in London. Unnormal schön, ihr könnt sehen, die ganze Ästhetik hier, diesen abgefuckten Wänden. Ich habe jetzt nochmal gefragt, ob sie mir die Boots in der 42 nochmal geben kann, weil ich hatte ja gestern eine 42 an. Was auch irgendwie voll weird ist, weil ich trage normalerweise eine 44, also zwei Nummern kleiner. Und da bin ich echt gespannt, wie die mit der Denim aussehen, weil wenn die mit der Denim auch krass kommen, dann kann ich aber nichts garantieren. Wenn die jetzt mit der Denim nicht so geil kommen und nur mit der Cargo von gestern gut kommen, dann bringen die mir jetzt auch nichts, weil was bringt mir jetzt so einen Schuh, der nur auf eine Hose krass kommt? So abgehoben, der hat sich einfach direkt Wasser bestellt. Ja, die sind zwei Gläser, by the way. Was sagst du? Ich wollte mir beide anziehen. Naja, das sieht schon. Hart aus? Das sieht besser aus als gestern, weil ich hier so was ist. Yeah, I think it needs like 1, 2, 3 weeks. It reminds me of like when I was a teenager. I used to... Schreibt gerne eure Meinung mal rein. So ist mit der Denim jetzt aus. Ich muss tatsächlich sogar sagen, ich habe der Meinung gesagt, Joshi, mit der Denim kommt sie aber fast noch krasser als besser mit der Cargo. Das kann passieren. Kann passieren. Das kann passieren. Ich sage euch ehrlich. Ich glaube, das wird's. Die Jungs werden eingepackt. Sie werden eingepackt. Gerade hier ungefähr 5 Stunden probiert, welche die richtige Größe ist. Also sie sind wirklich seit Ewigkeiten schon in diesem Laden, aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, der Junge will hier raus. Ich hab Hunger. Auch hier nochmal verglichen zum Desert Boot. Ein kleines bisschen dunkler, also nicht ganz so hell. Ich freue mich, den zu tragen und ich denke, ich werde den auch gleich schon hier irgendwie tragen. Bestimmt ein Fitpick damit machen oder so. Oh, geil. Ich muss auch sagen, ich finde die Sohle von Balenciaga bei den Boots so nice. Mit diesem Balenciaga-Schriftzug innen drin. Plötzlich landet man im Balenciaga-Store auf Toilette. Grund dafür ist, ich habe aus dem Nichts einfach Nasenbluten bekommen. Ihr könnt es sehen, da unten. Nice, schön Blut jetzt an meinem Zipper, richtig geil. Ich glaube, mein Körper zeigt mir einfach direkt an, wenn ich einen teuren Kauf tätige. Oh, nice. Nice. Oh mein Gott, war das cringe. Es ist passiert. Jetzt kann ich schön mit einer 5-Kilo-Tasche durch Paris laufen. Bock gar nicht, aber ich hab's getan. Mittlerweile ist auch das Nasenbluten weg. Und jetzt setzen wir noch ganz kurz zu Chrome Hearts rein. Wie gesagt, Joshi wollte sich 5 Ketten und 6 Armbänder kaufen. Und das ist, denke ich mal, auch dann der letzte Spot für diese Straße hier. Und dann müssen wir auch über was essen. Wir haben noch nichts gegessen heute, die ganze Zeit auf leeren Magen. Naja, wir checken jetzt erstmal ab und dann mal gucken, was sich Joshi kauft. Ja, hier können wir uns schon was mitnehmen, ne? Kostet, glaube ich, auch nur 120.000 oder so. Das Ding ist, Joshi hat so viel Schmuck gerade gekauft. Deine ganze Tasche ist voll. Hey, du hast doch was gekauft. Wir waren gerade frühstücken, jetzt geht es, und der Wind knallt mir ins Gesicht, zum Spot, den, denke ich mal, die meisten von euch kennen, der 0815 Instagram-Spot in Paris, die Treppe mit dem Eiffelturm, 3 Würfel raten, wer da hin möchte. Josh will dort noch ein Fitpick machen, machen wir jetzt auch noch. Dann geht's zum Hotel, weil wir uns kurz umziehen wollen. Dann geht's wieder in die Stadt, Vintage shoppen, dies und das, paar Läden abchecken, wird wild. Ich will auf jeden Fall auch noch ein Fitpick machen mit den Boots, aber dazu brauche ich noch ein geiles Auto, beziehungsweise ein geiles Oberteil. Wer weiß, vielleicht finde ich irgendwas, aber jetzt geht's erstmal zu diesen Treppen, da war ich auch persönlich noch nie, deswegen keine Ahnung, wie es aussieht. Aber ich denke, wird ganz cool. Dann machen wir doch schnell ein paar Fitpicks. Mein Call ist, das Spot wird komplett voll mit Menschen sein, weil ich glaube, Joshi ist jetzt nicht der Einzige, der da gerade einen Fitpick machen will. Aber wir finden es jetzt heraus. Na? Ich hab's gecallt. Seht ihr? Das habe ich gemeint. Aber man muss sagen, der Spot ist auch wirklich crazy mit der Treppe, mit dem Eiffelturm. Ist natürlich auch ein schöner Spot. Ich glaube, wir haben den perfekten Spot gefunden. Hier wird's anscheinend. Na, hier der Eiffelturm, klar, Fitcheck noch. Dann lassen wir den Jungen mal kochen. Beziehungsweise eigentlich muss ich ja kochen, weil ich muss ja die Bilder machen, ne? Also ist ja auch hier ein bisschen mein Job. Wir gucken jetzt, ob wir noch vielleicht einen besseren Spot finden in der Seitengasse. Weil der Junge ist noch nicht zufrieden. Jungs, ich habe noch einen Secret Spot für euch. Ich glaube, hier war auch noch keiner. Also wüsste ich nicht, dass ich den irgendwann mal bei Instagram gesehen habe. Kleiner Stop im Hotelzimmer. Wir haben uns die Outfits geswitcht, beziehungsweise irgendwie hast du gar nichts geswitcht, sehe ich gerade. Ich habe ja meine Tüte. Ah, okay, also die Tüte. Wie heute Morgen schon gesagt, ich habe halt nur den Zip-Hoodie dabei, deswegen bete ich, dass ich gleich irgendeinen geilen Pickup in dem Vintage-Laden tätige, so eine geile Retro-Jacke oder irgendwas anderes und dann vielleicht damit einen Crazy-Pick mache. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall die Dinger hier an, ich weiß jetzt schon, ich laufe mir ehrenlose Blasen, habe ich extrem Bock drauf, aber ich will damit ein geiles Fit-Pick machen, deswegen rock ich die jetzt. Jetzt geht's wieder in die Stadt und dann sehen wir uns gleich beim Shoppen wieder in ein paar Vintage-Läden hoffentlich und mit hoffentlich nicen Pickups. Und eine Stunde später befinden wir uns in irgendeinem Keller. Wir sind hier am Vintage shoppen und wenn ich irgendwas finde, gebe ich euch Bescheid. Ich kann nicht so viel die ganze Zeit filmen, weil das ist mies anstrengend. Ich schwitze hier auch des Grauens. Der nächste Spot, Kilo Shop, haben wir einmal hier und einmal da hinten. Ich denke mal, der Name sagt schon, man bezahlt eben noch Gewicht und ich hoffe, ich finde was. Der ist auf jeden Fall viel größer als die ganzen anderen Shops. Deswegen hat Potenzial. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall schon mal ein paar Retree-Sachen. Kurze Hosen, die zum Beispiel schon mal. Oh, what the fuck? Was ist das denn? Hey, was ist denn hier los? Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Realtree-Hosen und diese Vintage Carhartt Realtree-Jacke. Der blaue Kragen weiß ich nicht, aber ansonsten kann die eigentlich was. Ich glaube, die probiere ich mal an. Das ist eine Größe L. Da ist die Jacke einmal angezogen. Vom Ding her passt die, ist aber schon ein bisschen eng. Auch die Arme sind wieder etwas kurz. Ich sage euch ehrlich, diesen blauen Kragen hier peile ich gar nicht. Also den checke ich nicht. Die passt aber jetzt auch nicht so krass zum Fit. Also ich glaube, das ist ein bisschen Overload, ein bisschen too much. Aber der ist schon hart eigentlich. Der fittet doch recht gut. Passt ja echt super, Digga. Steht da was dran?
ein Tag oder so? Ah, Tag ist ab, Kuss, Kuss. Also ich habe jetzt hier diese Lederjacke gefunden. Ich habe mir eben gedacht, eigentlich könnte auf dem Fit eine Lederjacke auch sehr krass kommen. Ich habe die dann gerade mal angezogen und dachte mir so, boah, die kommt eigentlich schon sehr hart. Die passt doch perfekt. Mit dem Shirt weiß ich jetzt nicht, aber so an sich zu dem Fit kommt der eigentlich schon. Wer, was sagst du? Anderes Shirt, könnte hart gehen. Kostet 30 Euro pro Kilo und das macht halt abhängig. Ne? Aber diese Waage, das machen wir jetzt. Dein Call? 3,75. Ich sag, ich hoffe 3,1 oder so. Oh, 2,6. Digga, hier ist einfach irgend so ein random Abschluss-T-Shirt. Abschluss oder nix, 10 Jahre unschuldig gesessen. Ja, Kuss geht raus an die Klasse. Shoutouts Emre Can, Shoutouts Katharina, Shoutouts Esra, Shoutouts Mert. AK-16, crazy. Aber ich muss sagen, der Laden ist wirklich sehr, sehr nice. Also wirklich extrem groß, viel Auswahl. Kann schon was, also hier kann man safe ein paar geile Sachen finden. Let's go. Ausgecheckt. Ich habe zwar sonst nichts gefunden, aber er hat auch was gefunden. Was geht denn hier ab? Ich habe aber trotzdem noch ein Problem. Und zwar habe ich mir jetzt eine Jacke geholt. Ich habe eine gute Hose, ich habe gute Schuhe. Aber ich habe einfach noch kein gutes T-Shirt. Ich habe ja gerade dieses Trend Vision Shirt an, was natürlich ein cooles Shirt ist. Aber es passt jetzt nicht so krass zu dem Outfit. Deswegen bräuchte ich eigentlich noch ein schwarzes Shirt. Ich hätte auch sehr gerne noch irgendwie so ein Accessoire, sowas wie Handschuhe oder keine Ahnung. So den Fit, glaube ich, auch nochmal geil aufwerten. Das Problem ist nur, wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil halt auch irgendwann gleich die Sonne irgendwann untergeht und es dunkel wird. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das Ganze jetzt machen. Yoshi will irgendwie noch zu Supreme bzw. in die Regio, weil da anscheinend nice Spots waren. Vielleicht hol ich mir einfach ein Basic-Shirt bei Supreme oder keine Ahnung was. Ich brauche auf jeden Fall ein schwarzes Shirt, sonst geht das hier nicht. Jo, ist passiert. Ist passiert, ist passiert. Ich habe mein Outfit jetzt an. Ne? Und jetzt werden ein paar Picks gemacht. Das Ganze dann bei Instagram. Hoffentlich, wenn Yoshi einen guten Job macht und ich einen guten Job mache. Wir müssen jetzt hier ein bisschen kochen. Deswegen kann ich ja nicht so viel filmen. Wir haben manchmal so viel Zeit, weil die Sonne, wie gesagt, gleich irgendwann runtergeht. Aber ich kriege das hinten mit meinem Fit. Ich habe mir gerade noch ein gutes Shirt geholt. Ich denke, das wird ganz nice. Und yes, wir sind fertig mit Bildern. Ich habe mir die tatsächlich noch gar nicht genau angeguckt, deswegen weiß ich, ob eins davon online kommt. Wenn eins davon online kommt, mein Instagram. Jetzt einmal eingeblendet. Checkt das sehr gerne ab. Like das Bild, kommentiert das Bild, folgt bei Instagram. Ihr kennt das Ganze. Ich zeige euch schon mal ganz kurz den Fit. Ich hoffe, man kann es mit der Kamera erkennen. Was ich mir gerade noch gezogen habe, fand ich eigentlich theoretisch ganz nice, weil es halt auch diesen Vintage-Effekt hat, sehr ausgewaschen, auch mit dem Kragen und so. Ich fand es eigentlich ganz cool. Und das ist der Fit. Let's pick up. Yoshi auch gerade im Hintergrund. Wir steppen jetzt zum Hotel und gehen dann noch auf ganz entspannt was essen, den letzten Abend ausklingen lassen, bevor es dann morgen früh nach Amsterdam geht. Da kommen natürlich auch Videos, ist da selber. Hier seht ihr nochmal ganz kurz Yoshi, sein LPU-Statement. Ja. Jetzt, wo du es getragen hast, was sagst du? Der kratzt. Also ich muss den auf jeden Fall nochmal waschen, was ich jetzt. Und ich will das abmachen. Und ich will das. Hier sind halt so Dinger, da war, glaube ich, mal irgendwas dran, ja, hier an der Schulter. Die Sachen müssen alle abgemacht werden. Die safe wegmachen lassen vom Schneider, aber der ist schon crazy. Ich stehe mal einmal auf, einmal den Fit nochmal. Leicht cropped und so ein bisschen locker. Ich finde den schon sehr hart. Was hat der gekostet? 30er. Kann man mitnehmen, ne? Jojojo, wir sind tatsächlich wieder im Hotelzimmer. Wir haben auch tatsächlich schon den nächsten Tag. Ich habe gestern jetzt nichts mehr gefilmt, wir waren nur noch was essen, waren dann wieder auf dem Hotel. Ich habe die ganze Nacht gecuttet, ich habe auch wieder nur 3 Stunden gepennt. Naja, ihr könnt sehen, dafür geht der Vlog gerade hoch, also der Vlog vom ersten Tag. Wir müssen uns nämlich auch jetzt beeilen, weil in einer Stunde geht die Bahn nach Amsterdam und dann wird Amsterdam auseinandergenommen. Das wäre es auf jeden Fall von diesem Vlog gewesen. Ich persönlich fand es zwar sehr, sehr nice. Ich habe heute gute Pickups getätigt, die Jacke sehr, sehr krass, das Shirt krass, die Schuhe krass und ich bin wirklich sehr zufrieden. War auch wirklich ein sehr guter Tag, hat extrem Bock gemacht, war sehr erfolgreich, nur ich bin wirklich todes im Arsch. Ich habe gestern, vorgestern und vorvorgestern nur 4-5 Stunden maximal geschlafen. Naja, machst du nichts, schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu meinen Pickups in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, wie gesagt, lasst ein kostenloses Abo da. Ich hoffe, Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns in Amsterdam wieder und beim Paris Foodspots Video. Deswegen freut euch schon drauf. Ich bin jetzt raus, wir müssen es jetzt fertig machen, dann zum Bahnhof laufen. Haut rein und ciao!